Marco Reus, Stefan, Julian Brandt erstmal draußen. Was sagt das über die Qualität des Kaders aus dieses Jahr? Also, Marco war jetzt lange verletzt. Also um nochmal auf das Spiel zurückzukommen, Borussia Dortmund hat gegen einen Gegner gespielt, der auch sehr hohe Ansprüche hat. Und deswegen würde ich das Ergebnis, dieses 3-0 und diesen Sieg auch gleichsetzen, fast wie das 8-0 der Bayern gegen Schalke. Mhm. Die Dortmunder, die haben schon hohe Qualität und viel Potenzial im Kader. Und wenn ein Reus noch von der Bank kommt und ein Brandt, Reus verletzungsbedingt, dann denke ich schon, dass man da auch hohe Ansprüche hat. Ich fand auch zum Beispiel die Aussage von Hummels nach dem Spiel, als er gesagt hat, wir sind noch lange nicht am Limit, ist da sehr, sehr offensiv, positiv und sie wissen, was für eine Power sie haben. Und warum sollen sie nicht die Bayern mal stoppen oder den Bayern mal ein Bein stellen? Durchaus möglich. Im Fußball ist alles möglich. Oh, du Scheiße. Merkst du schon? Der war schlecht. Der war so schlecht. Ich habe nur im Moment nicht den Eindruck, dass die Bayern schwächeln könnten. Also was, auch wenn Schalke natürlich katastrophal gespielt hat. Aber was Stefan gesagt hat, ist schon interessant, weil bei Borussia Dortmund hat man tatsächlich das Gefühl, die Kapazitäten sind noch ausbaufähig. Es sind junge Spieler, die besser werden, die reifer werden. Ja. Bayern spielt immer am Optimum. Das ist natürlich auch eine Kunst. Irgendwann gelingt es ihnen vielleicht mal nicht. Ich habe ja nicht Dortmund jetzt in irgendeiner Weise schwächen wollen, sondern ich sage, dass Bayern München, auch was sie in der Rückrunde gespielt haben, was sie in der Champions League gespielt haben, wie sie jetzt wieder gestartet sind. Also mein Glaube, dass sie sich mal wirklich eine Schwächeperiode leisten, ist sehr gering. Sie haben jetzt wieder umgestellt, Patrick. Ne? Viererkette war in der Vorbereitung.